Hallo und ein ganz herzliches Willkommen, meine lieben Outriders. Ich mache euch vor dem Release noch, beziehungsweise ist jetzt zumindest zum Stand der Aufnahme bin ich noch vor dem Release, aber ich möchte euch trotzdem schon mal eine Richtung geben für einen Technomancer-Build, der auf Waffenschaden Nonplusultra ausgelegt ist. Ich nenne ihn Frosty der Rambomancer. Und wenn ihr Bock habt, so viel Waffenschaden wie möglich auf die Feinde draufballern zu können, dann solltet ihr euch diesen Build für den Technomancer anschauen. Viel Spaß dabei! Also an dieser Stelle nicht vergessen, wir sind momentan hier vor dem Release und ich benutze das, was ich zur Verfügung habe aus Videos, aus der Demo oder aus sonstigen anderen Präsentationen, wo ich Mods rausziehen konnte. Deshalb ist das hier eine Richtung, eine Guide-Richtung für einen Build von einem Technomancer, aber man kann den mit Sicherheit noch optimieren, man kann bessere Mods noch reinslotten. Das zeigt sich dann aber im Laufe des Releases bzw. im Laufe des Spiels von Outriders. Deshalb genießt das alles mit ein bisschen Vorsicht und vielleicht gefällt euch die Richtung und ihr könnt dann im Release im Spiel darauf aufbauen im Endgame. Wir schauen uns erstmal ganz kurz die zwei Waffen an, die ich definitiv mitnehmen möchte bei diesem Technomancer und dann gehen wir auch nebenbei auf die Skills ein. Wir haben eine Assault Rifle dabei, also ein Sturmgewehr, weil das ziemlich flexibel ist und von der Reichweite auch noch sehr gut. Ja, wir sind im Nahkampf, können wir damit was machen, wir können aber auch von ein bisschen weiterer Entfernung was machen und das ist eigentlich auch der Sinn dieses Builds. Wir wollen auf möglichst mittlere Distanz gehen, nicht aus langer Distanz und auch nicht direkt an den Feinden stehen, sondern mittlere Distanz bewahren, denn dann holen wir das Maximum raus. Und wir gucken jetzt hier mal ganz kurz, hier habe ich die Mods draufgelassen, denn hier ist ein Schutz quasi für den Techno und den habe ich gerne mit dabei, weil wir hier einfach durch Killing Shots eine Kuppel bekommen, die für 5 Sekunden lang Kugeln abfängt, die auf uns sonst einprasseln würden. Dann hier Perpetuum Mobile. You instantly replenish your magazine. Also du lädst automatisch dein Magazin nach, wenn du einen Feind getötet hast, wenn du noch 30% oder weniger Kugeln in deinem Magazin hattest dabei. Dann kriegst du gleich wieder volles Magazin, kannst weiter feuern und weiter feuern. Und das wollen wir. Wir wollen in der Minute so viel wie mögliche Kugeln auf die Feinde draufballern. Und warum? Das wird uns jetzt auch gleich demnächst klar im weiteren Verlauf von diesem Guide. Wir nehmen hier das nächste. Die Waffe ist die Light Machine Gun, also LMG Clip Size 100. Ja, die haben wir auch noch eine gute Reichweite, fast so gut wie beim Sturmgewehr. Aber wir haben mehr Kugeln im Magazin und hauen ein bisschen mehr rein noch. Was ich hier draufgepackt habe als Alternative, und da gibt es vielleicht dann später noch eine bessere oder passendere Mod, auf jeden Fall Killing Shots, tötende Schüsse, erhöhen die Feuerkraft, also den Waffenschaden, die Waffenstärke um x% bzw. um x Punkte und das stackt bis zu dreimal hoch und nimmt alle 10 Sekunden einmal ab. Ja? Das heißt, man kann hier richtig mega krasse Firepower stacken und somit mit seinen Waffen mehr Waffenschaden machen. Das ist eine coole Mod, die das sehr, sehr gut ergänzt, was wir gleich noch machen. Hier ist die andere Mod, die war schon drauf. Receive a passive Firepower Boost equal to 3, also einen passiven Feuerkraftbonus, der 30% der Anomaliekraft entspricht. Und ich denke, man wird sowieso irgendwie immer Anomaliekraft ein bisschen am Start haben und diese 30% davon auf Feuerkraft nochmal drauf ballern zu können, ist natürlich nice. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Denn jetzt kommen wir hier zum eigentlichen Punkt des Geschehens. Das ist das Borealis Legendary Set für den Technomancer. Ich nehme hier erstmal alle Teile mit. Da kann man natürlich, man braucht nur theoretisch 3. Aber wir nehmen erstmal alle 5 mit und bei den Mods sieht es so aus. Ich habe viel drin gelassen. Hier zum Beispiel Killing Enemies while Aiming Down Sights grants you X Firepower für 20 Sekunden und das deckt auch bis zu 3-mal. Also hier nochmal Firepower Bonus, wenn ich Feinde töte mit dem Visier, wenn ich sie im Visier habe und dabei töte. Und nicht aus der Hüfte Feuer und töte, sondern im Visier habe und töte, dann bekomme ich plus Firepower Bonus. Also hier nochmals ein Firepower Bonus für einige Sekunden und der stackt auch noch hoch.
Wir haben hier eine mega krasse Erhöhung von Waffenschaden schon durch die Mods. Und hier haben wir natürlich den legendären Bonus Increase Weapons, Weapon Damage Against Frozen Enemies um 80%. Ne? Das ist der legendäre Bonus. Wenn die Feinde gefrostet sind, haben wir nochmal plus 80% von diesem Waffenfeuerkraftschaden bzw. Waffenschaden. Und dann ebenfalls der Crit Damage erhöht für alle Partymitglieder um 10% für 8 Sekunden, nachdem die Cold Snap Ability benutzt wurde. Cold Snap ist das Gerät, was der fallen lässt und in einem Umkreis um den Technomancer direkt die Feinde alle frostet. Das ist ein großer Bereich. Allerdings kann er dieses Gerät ja nicht werfen. Er kann es nur fallen lassen um sich direkt herum. Das ist für mich auch auf jeden Fall auch eine coole Wahl, denn wenn Feinde zu nahe kommen, kann ich das Gerät fallen lassen und kann mich zurückziehen und kann dann von meiner richtig guten Distanz draufhalten auf die Feinde. Also haben wir hier diesen Mod auch drin gelassen. Ja, Remove, man nimmt sich negative Statuseffekte von sich selbst und von seinen Gruppenmitgliedern und man kriegt Immunität gegen negative Statuseffekte für 5 Sekunden. Das nehmen wir gerne mit. Ja, so, dann gehen wir weiter. Was haben wir hier? Hier habe ich was umgebaut. Ja, wir haben hier Damage Link eingebaut. Die Schüsse verbinden 4 Feinde, die 30% vom Waffenschaden und 10% vom Anomalieschaden miteinander teilen. Cooldown 4 Sekunden. Warum habe ich das gemacht? Natürlich, dass ich, wenn ich mit meinen Waffen, mit meinem krassen Waffenschaden draufhalte, kriegen das noch 4 Feinde in einer guten Dosis noch extra mit ab. Und da will ich natürlich das Maximum rausholen. Nimm gleich noch 4 mit, die auch noch Waffenschaden mit auf die Rübe bekommen. Das Cryo-Turret, das nehmen wir mit, das ist der Gefrierturm. Er passt natürlich jetzt. Cold Snap ist eine Frostfähigkeit und Cryo-Turret ist auch eine Fähigkeit, die gefriert die Feinde und das Turret explodiert, bevor es zerstört wird und macht Schaden in einem 6 Meter Radius. Den Damage nehmen wir einfach mit, ja. Set Bonus ist der gleiche. Hier haben wir die Möglichkeit, dass wir 2 von diesen Gefriertürmen aufstellen können, also noch mehr Feinde frosten, und das machen wir natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Dann die Cold Snap, extra Damage für Cold Snap. Und da wir Cold Snap natürlich sowieso häufig verwenden möchten, um die Feinde zu gefrieren, nehmen wir den Damage an dieser Stelle auch mit. Hier habe ich ebenfalls die Mods drin gelassen, denn ich finde es einfach gut, diese zwei Fähigkeiten bzw. Cold Snap und den Gefrierturm möchten wir dabei haben. Und dann pushen wir den natürlich oder diese beiden Sachen auch noch so viel es geht. Ja, wenn wir gefrostete Feinde töten, dann werden die explodieren und machen auch nochmal Schaden in dem Gebiet. Und das wollen wir, gefrostete Feinde töten. Ne? Und hier, während sie gefrostet sind bei dem Skill, haben sie reduzierte Rüstung um 34%. Also hier noch weniger Schutz vor unseren Kugeln, die wir auf sie draufballern. Und das natürlich mit dieser krassen Waffenschadenerhöhung eine super Kombi. So, hier haben wir es auch drauf gelassen. Cryo Turret, der Cooldown reduziert vom Gefrierturm und hier boostet den Schaden gegen gefrostete Feinde um 20%, also nochmal eine Damage-Erhöhung. Dann haben wir das mal besprochen, was das Equipment angeht, und wir nehmen noch kurz einen Blick auf die Skills. Ich habe ja gesagt, wir nehmen das Gefriergeschütz mit und wir nehmen das Cold Snap mit. Allerdings die dritte Fähigkeit, für die ich mich hier entscheide, ist Werkzeuge der Zerstörung. Das heißt einmal die Bazooka oder einmal die Minigun. Wir können ja da wählen, welche von beiden wir benutzen. Und die verursachen ja auch Waffenschaden meines Wissens. Und da sie Waffen sind und Waffenschaden anrichten, dann ist das natürlich eine super Kombi. Wenn sich allerdings herausstellen sollte, dass der Schaden von diesen Waffen von Anomaliekraft abhängig ist, dann würde ich zu etwas anderem tendieren. Und zwar würde ich eventuell auf Schrottsplitter gehen, um die gefrosteten Feinde mit ganz krasser Sicherheit treffen zu können. Ja,
oder ich würde andererseits einfach Skills mitnehmen, die mir sonst gefallen, mit denen ich gut ergänzen kann, was ich sonst spiele, eventuell die Heilung, ja, oder vielleicht noch ein bisschen Giftschaden mit oben drauf. Aber das ist nun mal, wie gesagt, abhängig davon. Wenn es so ist, dass der Waffenschaden auch den Waffenschaden dieser zwei Waffen erhöht, was ich eigentlich hoffen würde oder denken würde, dann wäre das auf jeden Fall meine Wahl und deswegen heißt er auch Rambomancer. Gut, und last but not least, was haben wir denn in puncto Talentbaum gemacht, ja, mit dem Rambomancer Frosty hier? Wir gehen den Weg des Waffenbaums an der Stelle und boosten hier plus 8% Waffenschaden. Skill Cooldown reduziert, der Leech ist mir jetzt gerade mal egal. Rüstungsdurchschlag, den Crit Damage nehmen wir auch mit. Dann hier, wir vermindern die Distanz, die als lange Distanz vermutet ist. Und da kommen wir dann auf einen 12 Meter Abstand, was als lange Distanz gesehen wird. Deswegen habe ich gesagt mittlere Distanz und von dort aus feuern, weil wir schauen werden, dass wir die Feinde immer auf dieser Distanz halten möglichst, um so viel wie möglich Long Distance Damage zu machen, den wir auch noch pushen mit unserem Equipment später, neben der Waffenfeuerkraft, ja. Hier Waffenschaden nochmal drauf. Hier, wenn wir einen Ordnance Skill, der increased auch den Waffenschaden um 30%, den wir haben oder anrichten. Dann hier nochmal Reduktion von dem, was als lange Distanz angesehen wird. Das heißt, wir haben hier schon mal 6 Meter, was reduziert wird. 18 Meter sind es normalerweise, also sind es jetzt 12 Meter. Nochmal Waffenschaden erhöht. Und hier 20% Waffenschaden auf Assault, da zählt ja auch die LMG dazu. Das heißt, wir haben hier für beide unsere Waffen nochmal plus 20% Waffenschaden. Hier nochmals Waffenschaden erhöht um 12%, Rüstungsdurchschlag um 15%, Waffenschaden Long Range 30%. Deswegen sage ich auch die richtige Distanz, ne? Weil hier nochmal 30% drauf, boom. 50% Magazin erhöht. Wir haben also hier nochmal, wir haben im LMG anstatt 100 Schüsse, 150 Schüsse. Das geht natürlich ordentlich ab. Ja? Dann hier First Shot After Reloading deals 200% vom Schaden nach dem Reloaden. 200% extra Schaden drauf. Und hier bin ich runtergegangen und nehme das hier mit. Ich dachte mir, ich möchte da unten hin, dazu aber gleich. Ich habe gedacht, wir nehmen das hier auch noch mit. Das kann definitiv nicht schaden. Die Lebensregeneration Schwelle ist um 20% increased. Das heißt, wenn sich dein Leben irgendwann wieder herstellt, es stellt sich ja nur bis zu einem gewissen Punkt wieder her, diese Schwelle wird um 20% erhöht. Dann hier die 10% Health, die müssen wir mitnehmen, nehmen wir aber auch gerne mit. Und das nehme ich hier noch, nämlich gerne auch ebenfalls mit 10% Damage gegen gefrostete Feinde, dass wir das auch noch mit am Start haben. Und hier gehen wir auch noch hin, Increased Damage by 20% against enemies below 30% Health. Wenn die Feinde eh schon unter 30% Leben haben, haben wir hier noch voll 20% extra Schaden obendrauf, um zu finishen, um die Feinde wegzufegen, am Schluss noch mit unserem Waffenschaden. Das heißt, hier wirklich ein mega krasser Boost auf den Waffenschaden drauf, auch unter bestimmten Bedingungen und natürlich auch noch Rüstungsdurchschlag mit dabei. Ich denke, das wird eine fetzige Kombi und man ist natürlich auf der anderen Seite, und das ist ein schöner Nebeneffekt, immer relativ gut geschützt, weil die Feinde immobilisiert sind. Man kann im weiteren Verlauf des Games, deswegen sage ich das jetzt auch schon mal, weil wir ja vor Release sind momentan, wir können das jetzt noch abhängig machen, ob wir Waffen der Werkzeuge der Zerstörung mitnehmen als Skill, ob das jetzt mit dem Waffenschaden zusammenhängt oder mit dem Anomalieschaden, dass diese Waffen anrichten, wie der Schaden dann im Endeffekt aussieht. Ansonsten würde ich eben andere Fähigkeiten hier mitnehmen, den anderen Skill, den einen würde ich austauschen gegen was anderes, was mir besser passt und was mir vielleicht mehr Survivability gibt. Und was die Mods angeht, wird es mit Sicherheit noch was geben, was vielleicht noch besser passt. Man könnte natürlich noch Mods mitnehmen, die den kritischen Schaden erhöhen, die eventuell auch nochmal auf besondere Weise den Waffenschaden erhöhen oder vielleicht noch Leben entziehen durch Waffenschaden. Solche Sachen könnte ich mir definitiv noch vorstellen. Ansonsten denke ich, wird das eine sehr, sehr coole Sache, das auf Waffenschaden zu triggern
und das Ganze natürlich dann auch mit Long Distance damit ein bisschen rumzuspielen, dass man hier nochmal diese 30% einfach abstauben kann. Ich glaube, das wird eine nice Sache und ich denke, das kriegt man mit einer Assault Rifle und mit einem LMG hin, denn die können das auf diese Entfernung noch hinbekommen. Auf 12 Meter kriegen die das definitiv hin. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht probiert es ja mal aus. Ich werde es ausprobieren, wenn ich den Techno mal oben habe. Ansonsten danke ich euch fürs Reinschalten. Guckt gerne bei meinen anderen Videos im Kanal mal vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht es gut und auf Wiedersehen.